Staatsministerin und Bundestagskandidatin Annette Wiedmann-Mautz holt aktuell einige ihrer prominenten Unionskollegen zur Unterstützung im Wahlkampf in ihren Wahlkreis Tübingen. So auch am Mittwochabend im Quenstedt-Gymnasium in Mössingen. Hier sprach der bayerische Innenminister Joachim Herrmann vor allem über das Thema Sicherheit und warum es dafür dringend die Union brauche. Sie verbindet eine lange Freundschaft und gemeinsame Arbeit in der Union. Bereits in der Jungen Union haben sich Staatsministerin Wiedmann-Mautz und der bayerische Innenminister Herrmann kennen und schätzen gelernt. Ich bin gerne heute hier nach Mössingen gekommen, um den Wahlkampf der Kollegin Annette Wiedmann-Mautz zu unterstützen. Wir kennen uns seit vielen Jahren und es ist jetzt wichtig, wir müssen alle Wählerinnen und Wähler mobilisieren, damit CDU und CSU ein starkes Ergebnis bekommen am 26. September. Doch der Abend sollte nicht nur dafür bestimmt sein, Werbung für die CDU-CSU zu machen, sondern auch, um über das Thema Sicherheit und Freiheit zu sprechen. Denn wirklich frei können die Bürger nur sein, wenn sie sich auch sicher fühlen, betonte Herrmann in seiner Rede. Der Staat als solches habe einen Schutzauftrag und den nehme insbesondere die Union sehr ernst. Bayern und Baden-Württemberg sind seit vielen Jahren die sichersten Länder in Deutschland. Wir haben in Relation zu den Bevölkerungszahlen die niedrigste Kriminalitätsrate. Und das zeigt, dass CDU und CSU in beiden Bundesländern seit vielen Jahren eben eine sehr engagierte und erfolgreiche Arbeit machen für eine sichere Politik, dass die Menschen möglichst sicher leben können. Dort, wo die Union lange regiere, fühlen sich die Menschen sicherer, erklärte auch Annette Wiedmann-Mautz. Das zeigt insbesondere auch das Land Nordrhein-Westfalen, seit Armin Laschet mit Herbert Reul dort die Clankriminalität engagiert und konsequent bekämpft, können Clankriminelle dort nicht mehr gut schlafen. Trotzdem müsse man sich vielen neuen Herausforderungen stellen. Insbesondere Themen wie die Cybersicherheit oder der Katastrophenschutz müssten noch verbessert werden. Bei einem Probealarm im vergangenen Jahr wurde beispielsweise festgestellt, dass viele kleine Orte keine Sirenen mehr für den Notfall haben. Man hat sehr stark jetzt in den letzten Jahren auf Apps auf den Handys geachtet. Aber dort, wo es dann um so plötzliche Ereignisse geht, nicht darum, dass wir auf ein Hochwasser morgen oder übermorgen hinweisen, sondern dass das jetzt in einer halben Stunde droht. Da muss man einfach sagen, nachts um 1:30 schauen die allermeisten Menschen nicht auf ihr Handy. Und dann nützt es nichts, wenn die Meldung auf dem Handy ist. Der Bund habe daher bereits ein Programm aufgelegt, um das Sirenennetz in Deutschland flächendeckend auszubauen. Zum Abschluss hatten auch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort die Möglichkeit, mit dem Staatsminister ins Gespräch zu kommen. Mutig war der CDU-Ortsverband mit seinem Abschiedsgeschenk an den Innenminister aus Bayern, denn der bekam unter anderem ein paar regionale Biere mit auf den Weg.